Gäste und zwei von mir, Nice Peter. Und ja, wir sind hier beim nächsten Part stehen geblieben an dieser sehr mysteriösen Brücke, wo ich gesagt habe, ja, fickt euch Leute, wir gehen jetzt im nächsten Part rüber. Und so, nein, sie wird nicht in der Mitte durchbrechen. Und ja, wir erstmal was checken. Thank you.
Moment werden wir auch gegen die größten Drachen kämpfen. Wenn es in diesem Spiel Drachen geben würde, schade. Ich glaube nur so als kleine Bosse, so auf der Ebene gibt es Drachen. Ach, ein Drache ist doch kein Problem. Oh mein Gott. Ach, spielen keine Rede. Wir bekommen 500 Fehler im Voraus. Sonst führen wir keinen einzigen Fehler. 500 Fehler, wie bitte? 500 Fehler, kein einziger Fehler weniger. Wenn ihr das nicht bezahlen könnt, dann kommt ihr besser wieder, wenn ihr das Geld zusammen habt. Das geht schon okay. Was verlangt ihr noch? Nun, natürlich kostet es auch etwas, wenn wir in Bereitschaft stehen sollen. Fein, aber dafür erwarten wir uneingeschränkte Loyalität. Natürlich. Gut, dann sind wir ja, dann sind wir uns ja einig. Dann mal her mit den Fehler. Hier sind sie. Noch nicht? Ja, komm, machen wir mal. Wir haben es ja, Dicke. Sehr schön. Bei mir könnt ihr jetzt euch jetzt so viele Söldner anheuern, wie ihr möchtet. Wie viele Typen hat der? Also, der muss ja einen Haufen Leute haben. Also, ich brauche hier wirklich sehr viele. Wieso kommt ihr nicht auf mein Schloss? Dann haben wir es einfacher, deine Männer zu rekrutieren. Rekrutieren, so. Klingt vernünftig. Ich hoffe, es lohnt sich auch für uns. Es ist das Schloss östlich von hier, jenseits der Brücke. Gut, ich warte dort auf eure Anweisungen. Ich werde jetzt noch schnell meine Männer instruieren. Irgendwas, ich kann nicht lesen. Ah. Gut, jetzt haben wir Söldner. Beziehungsweise, wenn wir gleich auf Asgards Schloss sind, müsste der Typ da schon stehen. Der. Gut. Also. Was machen wir als nächstes? Wir gehen einfach mal zurück zu Asgards Schloss und sehen, was Gina für uns hat. Weil der Typ, der hat ja auch sowieso schon gesagt, so, ja, geht in den Wald, holt euch die Söldner, die werdet ihr brauchen. Die letzten Male, wo ich das durchgespielt habe, habe ich erstmal den Vogel bei ihm. Da habe ich mir die Söldner erst gar nicht in mein Schloss geholt, weil ich mir die einzelnen Einheiten immer direkt ersheetet habe. Und ja, das werde ich euch jetzt hier nicht machen. Ich werde das alles ganz vogelhaft machen. Vogel! Typ ist bereits hier. Wow! Muss uns ja ganz schön überholt haben.
Meister. Ich putze. Das will ich dir auch geraten haben. Ach, irgendwie habe ich das vermisst. Immer noch dasselbe. Gut, Jinai, wir haben Einheiten. Wir haben den Dieb leider nicht erwischt. Wir haben ihn von Syras aus verfolgt, bis er in eine Stadt gekommen ist, die wohl an einen Fluss angrenzt. Dort waren zu viele Wachen, an denen wir nicht vorbeikamen. Dass der direkt das alles so aus sich raussprudelt, ist ja fein. Dann wart ihr anscheinend in Mestor. Ich hatte schon vermutet, dass dort der Unterschlupf der Diebe ist. Es gibt dort eine große Kanalisation. Da wird der Dieb sich wohl versteckt haben. Ich frage mich, wie er an den Wachen vorbeigekommen ist. Er wird sicher einige Geheimgänge kennen. Wie auch immer. Als nächstes müsst ihr Burg... Burg Varys. Genau, so heißt die. So heißt das die zweite Burg, die wir erobern müssen. Müsst ihr Burg Varys erobern. Denn die Wachen in Mestor gehören zu den Soldaten von Burg Varys. Wenn ihr die Burg angreift, werden die Soldaten aus Mestor den Soldaten in Burg Varys zu Hilfe eilen. Dort könnt ihr sie dann alle gemeinsam vernichten. Oh, finde ich sehr reizend. Und wie sollen wir das anstellen? Die Söldner habt ihr ja bereits zu euren Verbündeten gemacht. Außerdem habe ich mich darum gekümmert, dass die Steuereinnahmen wieder fließen. Die Münzen lagern sich hier im Turm. Ihr könnt sie im Erdgeschoss abholen. Das ist nämlich die Geldkammer, die ich euch vorhin gezeigt habe. Ich zeige euch jetzt, wie ihr andere Burgen erobern könnt. Wir treffen uns im ersten Stock dieses Turmes. Pling. Burgen erobern. Oh mein Gott, wie ich das liebe. Das ist so cool. Okay. Wie ich das früher immer gemacht habe, ich habe mir ja immer direkt alle möglichen Einheiten gecheatet. Das heißt, ich habe mir direkt alle möglichen Schlösser erobert. Alle auf einmal. Ach, das ging alles so flott. Aber das hier ist ja ein Let's Play, das soll auch ein bisschen unterhalten. Nee, das soll ja nicht alles so flott gehen. Deswegen werde ich euch das jetzt zeigen. Hallo, Jinai. Schaut her. Ich habe dir eine Karte der Welt, wie sie nun aussieht. Mit Hilfe dieser Karte könnt ihr euren Kriegern befehlen, andere Schlösser anzugreifen. Okay. Oh, feini. Hier ist die Position aller Schlösser und Burgen aufgezeichnet. Dieses Schloss befindet sich hier unten. Das ist Askers Schloss. Ha, mein Schloss! Ja, von mir aus. Rechts unten findet ihr die Anzeigen der Reserveeinheiten. Dies sind alle Einheiten, die momentan nicht in einem Schloss stationiert sind. Allerdings werde ich dafür sorgen, dass alle Soldaten, die sich in der Reserve befinden, hier im Schloss stationiert werden, damit sie nicht sinnlos herumstehen. Gut gemacht. Daher nutzt ihr die Reserve dazu, Einheiten zwischen den Burgen zu verschieben, also eure Verteidigung zu verteilen. Oder um andere Schlösser anzugreifen. Dazu drückt ihr erstmal... dazu entscheidet... Links und rechts, bla bla. Ja, wie viele man halt haben will. Und dann halt gucken, wie zu welchem Schloss man hin will. Die Einheiten sinnvoll verteilen. Und wenn wir dann nicht mehr wollen, dann drücken wir einfach Escape. Die Hauptstadt, genau. Die ist immer direkt mit dabei. Ein Schloss hat nämlich eine Hauptstadt. Und ja. Genau. Also das schwarz markierte, die schwarz markierten Reviere, wo die Schlösser drin stehen, die gehören den Elras. Und die gelben, die gehören dem Clan der Heiligen Krieger. Und das rote, hier das rote, das ist uns. Das ist dem Clan der Heiligen Krieger, das dem Clan. Das ist den Elras, Elras, Elras und das ist auch wieder dem Clan. So, und wir müssen am Ende die komplette Karte rot haben. Das heißt, wir müssen alle Schlösser erobern. Logisch, wenn wir alle Steintafelstücke haben wollen. So, aber leider haben wir noch keine Einheiten. Deswegen müssen wir erstmal nochmal raus. Alles, was ihr jetzt machen müsst, ist die Eroberung der anderen Schlösser. In jedem Schloss gibt es ein Stück der Steintafel, das ihr holen müsst. Ihr solltet zuerst Schloss Varys erobern, um euch in Mestor nach dem Dieb umzuschauen. Heuert Söldner an oder verwandelt einige Menschen in Vampire und Krieger für eure Eroberung zu haben. Allerdings solltet ihr die Städte nicht ausrotten.
zahlt natürlich auch Steuern, wenn er noch am Leben ist. Das ist das, was ich euch zuvor erklärt habe. Und das erklärt Schneider das auch noch. Und wir müssen halt gucken, dass unsere Schlösser nicht angegriffen werden und halt wieder erobert werden. Von anderen Spackos und so. Deswegen müssen wir auch gucken, dass Asgards Schloss so gut wie überbevölkert ist mit irgendwelchen Wachen. Weil wenn Asgards Schloss weg ist, dann sind wir gearscht. Ja, es kann nämlich auch sein, dass andere uns angreifen und so. Jenny erklärt hier gerade, dass immer unter jedem der Burgen halt so eine geheime Grotte ist, wo halt eins der Bruchstücke gelagert ist. Und Jenny gibt uns jetzt noch so schöne nützliche Sachen. Ronak, was willst du denn? Meister! Was gibt es, Ronak? Bitte, Meister, darf ich mich darum kümmern? Ich will euch helfen. Lasst mich eure Eroberer auswerten. Du, vergiss es. Du kannst ja nicht einmal richtig putzen. Bitte, Meister! Du machst doch eh alles falsch, Ronak. Lass ihn doch. Er kann doch wohl nichts kaputt machen. Doch, zum Beispiel diese Karte hier. Ach, Asgard. Sei doch nicht einmal so streng zu ihm. Wie könnte ich deinen Wünschen nur ablehnen? Böse Kuck. Na schön, Ronak. Dann halte uns mal auf dem Laufenden. Danke, Meister. Danke. Ja, schon gut, Weh. Du machst was falsch. Niemals, Meister. Die Karte! Ist doch noch alles heil geblieben. Also los jetzt. Ich werde Ronak alle relevanten Ereignisse erzählen. Dann werde ich mal schauen, was der Clan so treibt. Vielleicht finde ich etwas heraus. Ach, und noch was. Hier habt ihr eine Zuflucht-Wohntafel. Damit kann einer von euch den Zauber Zuflucht erlernen. Immer ins Schloss oder so zurück teleportieren. Wie wäre es mit noch ein paar dieser mächtigen Runentafeln? Das könnte nicht schaden. Besorgt die Runen vom Dieb in Mestor und ich erkläre euch, wie ihr selbst welche herstellen und verwenden könnt. Runentafel zur Flucht erhalten. Okay. Eure erste Steuereinnahme werden bald eintreffen. Ich positioniere noch ein Skelett von... Ja. Rekrutierungsraum. Okay, alles fein. So. Ich werde euch nicht enttäuschen, Meister. Wer es glaubt. Okay, mal geht's mal gut. So, wir haben jetzt einen Zauber erhalten, und zwar Zuflucht. Und den kann jeder der drei lernen. Ich gebe den aber meistens... Den habe ich nicht mehr gegeben. Okay, einfach mal einen gegeben. Zauber, Zuflucht, genau. So. Was wollte ich... Ach ja, im ersten Stock, da wollte der Spacken uns doch, glaube ich, noch was hinstellen. Oder so. Oder? Genau, da steht schon hier. Hä? Was ist denn das? Oh. Also der warbt sich auch die ganze Zeit nur hier rum, kann das sein? Dies hier wird euch bei euren Aufgaben helfen. Nimm dies, es wird dir auf deinem Weg helfen. Dort rechts steht ein Gerät, mittels dem ihr diverse Fähigkeiten verbessern könnt. Jede Fähigkeit könnt ihr insgesamt einmal lernen und zweimal verbessern. Dazu braucht ihr allerdings Seelen und ihr müsst eine gewisse Stufe erreicht haben. Für das Erlernen einer Fähigkeit benötigt ihr 25 Seelen und Stufe 1. Wollt ihr eine Fähigkeit zum ersten Mal verbessern, müsst ihr Stufe 35 erreicht haben. Außerdem braucht ihr 35 Seelen. Für eine zweite Verbesserung einer Fähigkeit braucht ihr 45 Seelen. Und ihr müsst mindestens Stufe 70 erreicht haben. Leider verfügt dieses Gerät nur über eine begrenzte Kapazität. Ihr könnt insgesamt nur 30 Fähigkeitsstufen erlernen. Überlegt euch also gut, was ihr lernen wollt. Am besten, ich schreibe euch das hier in dieses Buch. Patsch. Okay, einfach mal ein Buch hingeschmissen. Und das besorgt ihr besser. Und nun besorgt euch besser ein paar Runen von Dieb, den ihr verfolgen solltet. Sobald ihr welche habt, kommt ihr wieder in diesen Raum. Dann zeige ich euch, was ihr damit anstellen könnt. Aha, was wir damit anstellen können.
30. Okay, ich glaube, es reicht erstmal. Verfügbare Seele. Okay. Feini. Jetzt können wir hier so ein paar Fähigkeiten erlernen. Und erlaubt das Öffnen einfacher Schlösser per Dietrich. 1. Der Dietrich, das ist nämlich immer sehr wichtig. Das sind nämlich immer gute Items. Items. Erhöht die Stärke deiner Einheit. Nein. Ermöglicht das Lesen leichter Texte der alten Sprache. Erhöht die Steuereinnahmen um 10%. Auch kann jetzt schaden. Automatische Entschärfung einfacher Fallen. Okay. Mögliches Überzeugen leichtgläubiger Mensch. Das heißt, wir können eher mal lügen. Das braucht man noch nicht. Ermöglicht das Entziffern einfacher Karten. Das brauchen wir auch noch nicht. Erhöht die Geschwindigkeit der Diebe beim Stehlen um 10%. Schade. Gut, wir haben noch nicht genug Sehen. Nicht mehr. Ah, verdammte Kacke. Es fehlt genau einer. Eine Seele, weißt du. Gut, dann gucken wir dann später nochmal. Wie viel Geld haben wir denn? Erstmal genug. Hey, du Spack, ich will mit dir reden. Nettes Schloss. Ich bereite gerade noch meine Männer vor. Bald könnt ihr die ersten Söldner bei mir anheuern. Und dann wird abgeschlachtet. Okay. Wenn du das unbedingt willst. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen, bei mir zuzugucken, wie ich hier am rumknobeln bin.